Und damit einmal herzlich willkommen zu einem, ja, vielleicht neuen Format auf meinem Kanal Winnetous Welt. Denn ich habe mir gedacht, ich kann ja mal auf ein paar Ausschnitte vom Stück Winnetou 3 vom Edsel Festival 2019 reagieren. In diesem Fall ist es jetzt der Überfall auf das Lager der Apachen. Wenn das bei euch aber gut ankommen sollte und ihr sowas wirklich als Format haben möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann wird sowas auf jeden Fall öfter kommen, dass ich immer auf verschiedene Ausschnitte vom Elsbe-Festival allerdings nur reagiere, weil da ja das Film erlaubt ist und vielleicht auch auf verschiedene Stücke reagiere, wie Winnetou 1 und Winnetou 2. Davon hätte ich zumindest selbst Aufnahmen und auf die könnte ich reagieren. Und wenn das bei euch ankommt, werde ich sowas eben öfter machen. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt direkt los und viel Spaß. Werden wir bestätigen. Hier sind wir auch schon beim Lager der Apachen. Winnetou erklärt gerade eben, dass sie niemals Krieg gegen die Weißen führen wollten. Und ja. Und jetzt kommt eben der Angriff auf das Lager, was ich wirklich sehr, sehr gut inszeniert finde. Die Musik wurde hierbei sehr, sehr gut ausgewählt und auch die Kulisse bzw. das Bühnenbild, die Kostüme, das harmoniert da sehr, sehr gut zusammen. Ist übrigens von der Abendvorstellung, kann man natürlich auch sehr gut erkennen. Diese Explosion hat mir wirklich unfassbar gut gefallen. Wirklich sehr, sehr schön. Ja, und jetzt kommt natürlich Red Mangas, der enttäuscht von Doc Plummer ist, dass er so getäuscht wurde. Brennendes Zelt gab es ja auch schon 2015 und das finde ich auch immer noch sehr, sehr gut. Sehr, sehr aufwendig, aber wirklich ein sehr guter Effekt. Wo ist das weiße Mädchen? Lang. Ich habe es geahnt. Das ist Leben! Entweder du sagst mir jetzt, wo das Mädchen steckt, oder du wirst sterben. Rechtskräftig verurteilt. Vor allen Leuten. Und das Denkmal, das du dir selbst errichten willst, bröckelt langsam und langsam ab. Sebastian Kolb spielt den Bösewicht wirklich super, super gut und ich bin sehr, sehr froh, dass er für die Rolle des Ölprinzen ausgewählt wurde. Und das war sie auch schon, die Reaction zu dieser Szene. Die Szene war wirklich sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, auch mit den Pyro-Effekten. Waren ja leider die einzigen Pyro-Effekte in dem Stück, das hätten gerne noch mehr sein können, aber war schon wirklich sehr, sehr gut. Ja, das war jetzt einfach mal ein Test, ich wollte gucken, wie das Ganze so bei euch ankommt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann wird sowas öfter kommen. Man muss auch einfach mal ausprobieren, was gut ankommt und was eventuell nicht gut ankommt.